Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Fallout 76. So, nach unserem kleinen Massaker sind wir hier ja jetzt endlich mal dran mit Looten. Und können uns hier jetzt alles nachlooten. Oh, es ist hell hier. Verlassene Bergwerkschacht. Okay. Oh, das Ding funktioniert nicht. Termine zum Eintauschen von Abbaumarken. Was? Standardertrag. Nicht genügend Marken. Ja, wie kriege ich denn die Marken? Frage. Antwort. Hier in die Mine können wir auch nicht rein, ne? Hier oben haben wir noch ein Terminal. Ja, und da haben wir auch nicht genug Marken. Ich weiß zwar nicht, was für Marken wir dafür brauchen, aber okay. Gut. Gehen wir jetzt hier nochmal weiter. Durch. Ah, im Müll nochmal ein paar Kronkorken gefunden. Alles mitnehmen, was nicht liegt und nagelfest ist. So, was haben wir hier noch? Eine Metallbottich. Oh, hier will man schon schneller beim Looten als alles andere. So. Zack, 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 zack. Alles mitnehmen. Gut, haben wir auch alles. Das ist aber doch hier ein ganz schön großes Gelände hier, ne? Und hier hinten wird geballert. Da sind wir doch genau richtig. Ah, daneben. Okay, wenn der dritte jetzt nicht trifft, dann wäre ich selbst von mir enttäuscht. Zumal der Typ ist Level 30 da drüben. Lassen wir ihn gar nicht erst herkommen. Ja, verschwindet er da in dem Gang. Und lass mich raten, er kommt gleich hier aus dem Gang. Gerade auf uns zu. Deine Schrot kaputt oder was? Das ist doch eben eine Waffe. Ah. Na, scheinbar ist ihm die Muni ausgegangen. Oder er wollte nicht nachladen. Eins von beiden. Alter, was für ein riesiges Gebiet hier hinten. Bis auf viel Schrott finden wir jetzt hier nicht. Der Schrott ist ja eigentlich gut, aber wir suchen ja eigentlich anderen Schrott. Sowas wie Federn oder Schrauben. Und zack, hat er Schrauben gefunden. Also easy. So muss das. Ballert hier noch irgendjemand? Da vorne ist jetzt auch nochmal was. Irgendwo soll da nochmal ein Kreis sein. Ach da! Hä? Waren wir da nicht schon? Ich glaube, das ändert sich jedes Mal, wenn wir quasi... Oder wenn jemand anders das dann öffnet. Jedenfalls kann ich mir das so gut vorstellen. Ja gut, dass wir denn da nochmal hin müssen, das ist ja dann klar. Denke ich mal. Ja, komm. Ja. Welche Richtung? Das ist er. Mit Ruhe und Gemütlichkeit. Hier ist er. Da haben wir ihn doch.
So. Na, der sieht ja putzig aus. Alle, hopp. Also Fusionskerne werden mir echt zugeschissen, ne? Ist ja der Wahnsinn. So, Bergarbeiterhut. Weg. Helm weg. Fallensteller. Gruben. Kann alles mal weg. Mal sehen, ob wir uns mal wieder auf ein bisschen runterkriegen. Ein bisschen mehr vielleicht. Schwarzpulverpistole. Ja, Level 30. Muss ich gleich mal gucken. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, welches Level wir haben. Lohnt sich das Ding jetzt aufzuheben oder nicht? Wo konnte ich denn nochmal sehen, welches Level ich habe? Ich bin 29. Es lohnt sich eigentlich, das Ding aufzuheben. Danach könnten wir die auch mal ausprobieren. Und die erste, also die Flinte fand ich ja schon geil. Also, so vom Sound her. Eins ist ein Nachteil, 10 Jahre nachladen. Aber das ist ja nicht weiter schlimm. So, jetzt können wir aber auch wieder ein bisschen sprinten. Und er hat uns ja hier jetzt auch noch ein paar andere Grubenläufer weggemacht. Boah, hier liegt sogar ein Sicherheitsroboter. Ein Wachbot. So, dann geben wir mal Gas, dass wir da hinten hinkommen. Und dann müssen wir mal schauen, dass wir uns jetzt hier auch langsam mit dem Gebiet verabscheuen. Indem wir mal die Questen hier drin jetzt alle fertig machen. Weil ich denke, trostlose Sande hat jetzt jeder genug gesehen. Ja, nochmal kurz gucken, ob jetzt auch alle Waffen wieder vollgeladen sind. Ah, fühlt man sich immer ein bisschen sicherer. So, hier an der Station war doch auch nochmal eine Stashbox. Natürlich hau ich zuerst auf den 30er drauf. So, komm, lad nach. Und zack, lade ich nach. Einmal looten. Alter Mensch. Jetzt reicht's aber ja. Was genug ist, ist genug. So, ja, hier war Stashbox. Jetzt müssen wir hier aber gleich nochmal alles kaputt machen. Haben wir jetzt mittlerweile wieder was gefunden. So, und dann hier Baseball kann auch weg. Schutzhelm. Die Doppelläufigen können weg. Und dann können wir hier immer noch nichts reinpacken, weil im Versteck ist immer noch voll. Mal kurz nach Gewicht sortieren lassen. Der Halogenkanister wiegt am meisten. Ein bisschen viel Stahl. Dann schmeiß ich nochmal ein paar große Mengen Stahl weg. Davon haben wir echt zu viel. Na komm, machen wir mal 25. So, dann muss ich hier einmal raus und dann hier Gegenstand, Schrott, große Menge Stahl. Einmal wegschmeißen und jetzt müsste es gehen, oder? Aber gerade so. Und Versteck ist immer noch voll. Wir haben immer noch... Holy shit, wir haben immer noch so viel. Ja, das ist halt das Problem, wenn man alles aufsammelt, ne? Wollen wir mal schauen. Aber ich weigere mich, alles liegen zu lassen, so. Wenn ihr versteht, was ich meine. Das ist halt auch nicht so schön. Oh, hier ist noch einer. Na? Und zack.
Ja, 3 Schrotpatronen gebraucht. Und 6 wiederbekommen. Das ist immer sehr schön. So, jetzt haben wir hier hinten ja noch eine Ausgrabungsstätte und noch können wir schnell reisen. Aber dann haben wir auch diese wenigstens fertig. Ah, komm. Ach nee, das war ein Spind. Es ist ein Spind. Und hier sind nochmal welche. So. Alter, ihr kommt ja hier wie aus dem Clowns-Auto raus. Ah, jetzt verschwende ich aber Munition, wenn ihr keine bei habt. Ah, der hat wieder 13. Wow. So, kriegst du auch nochmal eine? Ah, Mist, einmal verschossen. Lass mich nachladen. So. Und euch gebe ich doch jetzt auch gleich mal noch ein. Da kommt er ja gerade runter. So. Und du als Vorarbeiter wirst jetzt gleich befördert. Machen wir mal anders. Warum läuft der denn jetzt schon wieder von mir weg? Du hast eingesehen, dass du keine Chance hast, wa? So. Denn ich wollte jetzt nicht alles an Munition verballern, was hier an schöner Schrotmunition jetzt schon gefunden haben. Dazu kommen wir ja noch. So, hier haben wir Raider Power Rüstung Helmlampe, rot taktisch. Das ist nicht so gut. Jetzt müssen wir hier irgendwo einen Spind finden. Bestimmt hier eins tiefer. Der Spind ist es nicht, der ist es auch nicht. Aktenschrank. Hä? Ansonsten gibt es hier doch keine Spinde. Oder? Gibt es hier noch Spinde? Das soll direkt hier sein. Hä? Der ist es nicht, der ist es nicht. Mann, hier oben, habe ich jetzt hier oben welche übersehen? Nö. Hier sind auch keine. Wir sind doch aber genau hier. Was? Gibt es hier vielleicht noch andere Gebäude in der Nähe? Wo Spinde sein könnten? Ne, er sagt mir direkt hier. Ab hier fängt er auch zu leuchten an. Sagt mir nicht, ich bin so blind. So eine Metallkiste? Ne. Aktenschrank. Haben wir hier hinten vielleicht noch irgendwie einen Spind rumstehen? Dass er vielleicht draußen hingestellt worden ist? Nee, oder? Nee. Was haben wir denn da vorne für ein Event? Och nee, nicht schon wieder der Bote. Und davon entferne ich mich dann auch. Gut, gucken wir jetzt mal kurz beim Zeltlager nach. Was? Also mal gucken, ob das funktioniert. Nicht so, wie ich es mir erhofft hatte. So, lass mich mal wechseln. So. Ja, komm.
Bitteschön. Schön. Schön viele Schrotpatronen. So, du kriegst auch noch mal eine. Eigentlich hatte ich ja gedacht, wenn ich jetzt die Granate aufs Zelt werfe, müsste ja sozusagen alle sterben. Aber, naja, dem war nicht so. So, hier haben wir noch Bauplan für Feinsteller. Mittlerweile sind wir auch zu wuchtig. Was die Traglast wieder angeht. Naja, gut. Mal gucken. Hier irgendwie was, was ich vielleicht übersehen habe? Nee. Es gibt ja quasi nur die beiden Spinde. Einen dritten Spind gibt es hier nicht. Vielleicht ist es aber doch nicht der richtige Spind. Oder vielleicht ist der auch schon leer gelootet worden von jemand anders. Weil hier war ja eben noch ein anderer Spieler. Und bei mir hat sich die Quest jetzt einfach nicht aktualisiert. Alles möglich. Alles möglich. So, hier haben wir noch Fleisch. Gut, dann gehen wir jetzt einmal zur Red Rocket, damit wir wenigstens wieder schnell reisen können. Obwohl, na, schnell reisen bringt ja sowieso nichts. Wir müssen ja sowieso da hoch. Da ist der verlassene Bunker. Ja. Na gut, gehen wir da mal hoch. Einfach so, dann können wir noch mal einmal zerkloppen bei der Red Rocket. Und ich will unbedingt noch mal Level 30 heute erreichen, am liebsten. Um die Schwarzpistole mal auszuprobieren. Ah, da steht sogar wieder ein Power Armor Frame. Mit T60 Teilen. Für Level 40. Aber T60 habe ich schon vollständig. Heißt, das bringt uns eher nichts. Ob die jetzt nun ein bisschen mehr Haltbarkeit haben oder nicht, das ist eigentlich irrelevant. So, machen wir jetzt hier nochmal die ganzen Grubenhauer, Handschuhe, Halogenkanister, Kampflinten, Zähne. Ich glaube, Knochen werden wir auch relativ viele haben. So, Raider, Powerrüstung, Helmlampe, Rot. Nee, komm, hauen wir auch mal weg. Nein. Hier haben wir noch eine doppelläufige Schrotflinte. Und das war's. Und schon können wir wieder schnell laufen. Und da haben wir sowieso noch mal ein Gebiet, was wir noch nicht erkundet haben. Na dann, auf. Was warten wir hier noch? Und dann seid ihr auch noch 30. Na komm schon. Wir machen 30% mehr Schaden gegen Tiere. Und ich weiß, dass du eins bist. Ja, brauchst dich gar nicht wegglitschen hier. Ich jag dich. Sehr schön. Na, du hattest es geschafft, wa? So. Was benutzt er denn da bitte? Raketenwerfer, wow. Na, warte. Der hatte gar keinen Raketenwerfer. Wo hat er denn den Raketenwerfer her? Okay. Merkwürdig hoch 100. So, aber wir müssen geradezu weiter.
Da sind zwei Embleme uns noch nicht aufgeploppt. So, ich werde mal ein paar Stimpacks nehmen. Wir müssten bald mal wieder nach Hause und uns neu besorgen. Ich glaube, ich müsste hier hoch, ne? Ja, sieht schon richtig aus. Jedenfalls denke ich das. Supermutantenvollstrecker. Hm. Danke, dass du was gesagt hast. So weiß ich schon mal meine nächsten Gegner. Ah, gehen wir erstmal hier, wo die kämpfen. Schön rein da. So. Ab wann könnt ihr hoch? Okay, du konntest schon hoch. Oh, die weichen Granaten aus. Wie mies ist das denn? Zum Glück können wir rennen. Die können Granaten schmeißen. So, machen wir. Falsch, falsch. Nein, immer noch falsch. Denk mal, da sind wir mit Schrot ein bisschen besser dran. So, und was ihr könnt, kann ich auch. Seht ihr ja. Natürlich geht mir jetzt die Schrotflinte kaputt. Zum Glück habe ich noch eine. Alter, ihr Nahkämpferviecher. Lasst mich kurz nachladen. Granate ausweichen. Nee, nee, nee. Heute nichts mit Hauen hier. Und Level 30 geschafft. Nice. Na komm. Sehr schön. Und du noch. So. Alter Schwede. Geht mir ja bald die Schrotflinte auch kaputt. Also die Pumpgun. So, gucken wir jetzt erstmal. Ah, ist okay. Dann räumen wir hier nochmal die Supermutanten aus, damit wir in Ruhe das Level abmachen können. Ich hoffe, meine Todeskralle liegt da noch. Ja. Mal schön gezielte Salben aufs Gesicht. Dann platzt es auch wie nichts. Granatenwerfer. Schwer. Okay, cool. So, wir sind jetzt hier aber auch wieder versteckt. So, dann gucken wir uns erstmal unsere Beute an. Blups, Waffen. Level 45. Ja. Nice. Ja, warum denn nicht, ne? Also, wir hauen hier gerade alles zu Klump. So, abgekochtes Wasser nochmal saufen, damit wir es los sind. Eichhörnchen bissen, ja, ist nur so ein kleines, so ein Hotdog. Ja, komm. Grillendrüse. Ja, fressen wir noch eine Karotte. Das essen wir auch noch hinterher und dann sind wir auch schon wieder satt. Okay. Ja, ich möchte das Päckchen öffnen. Gib mir das Päckchen. Feuerfest. Okay. Bleimagen, Kurator und Profisanitäter. Sagt der Auftragsmörder zum Kalender, deine Tage sind gezählt. Wie kommt man auf sowas? Einfach nur nice. So, jetzt machen wir hier aber... Oh, wir können schon groß und schwer. Oh, das wäre natürlich cool. Aber ich würde sagen, wir haben ja jetzt Traglast Max Rang.
Wir gehen jetzt weiter auf Schrotflinten. Weil das wäre doch deutlich besser. Ja, komm, machen wir erstmal Schrotflinten-Fan. Weil Traglast ist halt Nummer 1. Und natürlich wollen wir den verbessern und gleich ausrüsten. Ah, mittlerweile ganz schön viel an Booster-Packs hier. Ich hoffe, ich finde noch mal ein bisschen was Besseres für Stärke. Gerade hier sowas wie Gladiator. Ja gut, das könnte man eigentlich noch drinnen lassen. Aber Gladiator müsste halt unbedingt noch raus. Hier haben wir jetzt nicht wirklich viel mehr Besseres. Hier gibt es noch schöne Sachen für Schrotflinte. Da müssen wir definitiv auch noch mal ein paar Punkte reinmachen. Ah, dazu kommen wir später. Erstmal machen wir Stärke voll. Und oh, 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 oh. Ich kann ja wo ist sie? Wo ist das schöne Ding? Das ich mal ausprobieren wollte. Nee, da ist wieder... Ich habe wieder ein Schwarzpulvergewehr sogar gedroppt. Okay. Gut, probieren wir mal das Ding aus. Ja, können wir auch mal geben. Das wäre dann, glaube ich, die Nummer 8. Und schon läuft man so ein bisschen komisch. Jedes Mal merkwürdig. Gut, aber ich würde sagen, wir machen hier jetzt an der Stelle erstmal einen kleinen Cut, bevor wir das Ding austesten. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Also, schaltet wieder ein und bis dann.